Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources Sovereignty Public. In den Kommentaren wurde es hier öfter gewünscht, deswegen werde ich in dieser Folge dieses Stück Straße zu einer Autobahn ausbauen und die ganze Sache halt zeigen und erklären. Zusätzlich möchte ich natürlich auch noch ein paar Wohngebäude bauen. Ich gehe auf Kommentare ein und stelle auch noch ein paar interessante, sprich zwei interessante Mods vor. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Tschüss! So, bevor ich jetzt mit der eigentlichen Aufgabe in diesem Video beginne, möchte ich erstmal hier bei Schwarze Pumpe noch ein paar Gebäude bauen, damit es hier mal langsam vorwärts geht. Und ich möchte euch noch ein paar Mods vorstellen. Und natürlich geht es auch wieder ein bisschen um Kommentare. Damit fange ich auch an. Und zwar bedanke ich mich einmal beim Surigir. Der hat mir den kleinen Tipp gegeben, um hier bei den Kraftwerken auf jeden Fall eine Stromproduktion zu garantieren. Würde es Sinn machen, einen kleinen Bus mit Arbeitern direkt ins Kraftwerk zu schicken. Denn hier habe ich ja immer noch das Problem, dass ich eventuell mal keine Arbeiter im Kraftwerk habe. Und wenn das jetzt hier in der Konstellation passiert, dann ist die Stadt mehr oder weniger, ja, ich will es nicht sagen, erledigt, aber dann habe ich halt schlichtweg keinen Strom, ne? Da ich derzeit auch nicht einfach auf Import umstellen kann, macht das also auf jeden Fall Sinn und wird auch sofort umgesetzt. Also kaufen wir uns einen Kleinbus und da bietet sich natürlich an ein B1000. Ah, den haben wir leider nur in zwei Farben. Kaufen wir das schöne Gerät mal. Und schicken den dann direkt hier von der Haltestelle ins Kraftwerk. Und ja, hier brauchen wir eigentlich gar keine weiteren Einstellungen vornehmen. Der kann im Prinzip wirklich gleich losfahren. Denn ich sag mal, es würden ja sowieso nur die Arbeitskräfte einsteigen, beziehungsweise wurden hier ja auch nur Arbeiter. Also passt das soweit. So, dann kommen wir zu Mods. Auch hier ein Dankeschön an Surigir, die hat mir das empfohlen. Und entsprechend, die machen Sinn, möchte ich euch das natürlich auch zeigen. Da mache ich mal ganz kurz Pause, denn ich muss jetzt meine Stromversorgung kappen. Und das ist ja immer ein bisschen ungünstig, ne? Wenn man so mittendrin beim Bauen, beim Spielen den Strom wegnimmt. Ich werde einfach die Gebäude mal abreißen. Dann entfernen wir auch gleich ein paar Stromleitungen. So. Hochspannungsleitung müssen wir auch ein Stück entfernen. So, ach halt, eins habe ich vergessen. Das muss natürlich auch noch weg. So, jetzt ganz kurz Play, dass diese Schuttberge hier weg sind. Und dann geht es zu den Mods, die ich euch zeigen möchte. Ich erinnere nochmal dran, wenn ich euch neue Mods zeige, einfach in der Videobeschreibung nachschauen. Die sind da verlinkt, da könnt ihr die auch entsprechend nutzen. So, Pause. Nehmen wir die Straßenanschlüsse noch weg. Und worum geht es diesmal? Ihr habt ja gesehen, dass wir hier so ein bisschen das Problem hatten. Wir mussten jetzt hier einmal so einen Switch bauen und einmal einen Hochspannungsschalter, sprich einmal einen Leistungstransformator und einen Hochspannungsschalter. Und das müssen wir dank des Mods jetzt nicht mehr tun. Gehen wir mal direkt hin. Wir haben hier den Transformator und ihr seht schon, wir haben hier nicht nur einen Ausgang, sondern auch einen Eingang. Ich sag gleich, ich habe den jetzt noch nicht probiert. Ich gehe aber davon aus, dass es funktioniert. Ich bin mutig, ich weiß. Wir bauen den hier also, so dass wir auf jeden Fall den Straßenanschluss haben. Ziehen dann die Hochspannungsleitung direkt hier rein. Und haben jetzt hier noch einen weiteren Zugang bzw. Ausgang. Und können jetzt halt dahergehen und können auch hier nochmal eine Starkstromleitung rausziehen. Mache ich jetzt aber mal noch nicht. Aber was ich schon verraten kann, ich werde das hier unten wegnehmen. Denn die Leitung stört extrem, denn hier soll ja eh meine Stadt weitergebaut werden. Und da kann ich sowas halt echt nicht gebrauchen. Deswegen werde ich das, ich sag mal, dann ohne euch, wenn ich hier diese Sachen hier so wegreiße und hier neu bauen, das ist jetzt ja nicht so spannend, sag ich mal, ne? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das gebaut. Ich werde es kaufen. Wie gesagt, Problem ist halt daran, ich brauche den Strom, also müssen wir das kaufen. Beißt die Maus kein Faden ab. Die Straße kaufe ich auch gleich, dann ist das erledigt. So, und dann habe ich noch einen zweiten Mod, der ist auch ganz gut. Ich sag mal, wir bekommen zwar keine weitere Funktion, aber ich sag mal, den zeige ich euch einfach mal mehr oder weniger hier. Denn wir haben jetzt hier die Möglichkeit, machen wir nochmal kurz auf Play. Ja, jetzt haben sie natürlich keinen Strom, ist klar, ne? Warten, bis der Schuttberg weg ist und können das Gebäude dann gleich ersetzen. Na komm schon.
So, okay. Die Stromleitung, die nach unten geht, die werde ich jetzt nicht wegnehmen. Die lasse ich mal stehen. So, nun zum Mod. Im Prinzip ist es halt auch nochmal so eine Abzweigung. Vorteil hier, die ist halt deutlich kleiner und vor allen Dingen hat einen Wegeanschluss, einen Fußweganschluss. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich das... Na, obwohl, wenn ich es genau hier dran platziere... Hä, da kann ich doch das unmöglich hin... Ich sehe es halt gerade nicht, ne? Es ist halt alles total im Weg und so. So, wenn ich das jetzt hier schön direkt auf den Strommast setze, dann können wir ja theoretisch die Stromleitung entfernen. Moment. Und dann hier hoffentlich... Ja. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt zweigen wir einmal nach hier oben ab. Die 4, was jetzt hier unten ist, die nehme ich für die Stadt direkt dann, wenn ich es dann brauche. Jetzt derzeit brauchen wir es ja noch nicht. Es wäre natürlich cool, wenn man so direkt weggehen könnte, ne? So, auch die Stromleitungen kaufe ich jetzt wieder und auch das Gebäude kaufe ich. Ich habe jetzt hier zwar keinen Fußweganschluss, aber ich zeige euch das gleich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Strom wieder soweit hergestellt. Und ihr seht schon, das ist so ein kleines, niedliches Umspannhäuschen. Macht natürlich eigentlich mit den einfacheren kleinen Leitungen mehr Sinn. Also jetzt hier diese Holzleitung, da sieht das cooler aus. Aber ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Strom gemacht, deswegen bleibt es so. Ich werde die 2 Megawatt Leitungen nehmen, die 2,2 Megawatt Leitungen. So, und wie gesagt, hier haben wir jetzt den Vorteil, dass wir halt hier nochmal einen Starkstromanschluss haben und können dann halt im Prinzip, kann ich das hier rausnehmen und dann haben wir den Platz hier unten frei. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, das mache ich dann nur für mich alleine, ne? So, jetzt hatte ich ja gesagt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch was. Stand schon vor längerem in den Kommentaren. Natürlich brauche ich hier noch ein Krankenhaus. Das brauche ich jetzt auch. Aber es geht natürlich auch wieder mal darum, dass wir hier mehr Arbeiter herbekommen. Also gehen wir wieder auf Mods und holen uns große Wohngebäude. Also ich glaube, das mit den Mods wird früher oder später ziemlich unübersichtlich, ne? So, wir nehmen hier auch gleich den ersten. Und Moment, ich nehme mir mal meine kleine Bauhilfe hier wieder her. So, schauen wir mal, wo wir es platzieren. Ich würde es schon... Ja, schon mehr nach links nehmen wollen, damit wir hier rechts vielleicht noch einen Fußweg dran platzieren können. Und jetzt machen wir die ganze Sache nochmal, ja, ich sag mal, gespiegelt, mehr oder weniger dann halt dahinter. Ja, okay, das ist jetzt zwar ziemlich nah, aber ich sag mal so, ich würde den Platz halt brauchen. Jetzt schaut mal, das würde jetzt theoretisch nicht passen, ne? Und es passt tatsächlich nicht. Ha, ha, ha. Okay, jetzt muss ich mich hier wieder an der Straße orientieren und nicht an den grünen Kästchen auf dem Land. Auf dem Land. Ach, wegen dem Fußweg geht's nicht. Okay. Ja, ich habe mich ja bei dem unteren Gebäude hier mit den grünen Kästchen orientiert. Wenn man das jetzt hier macht, dann passt es nicht. Sehr schön. Okay. So, jetzt schauen wir noch, dass wir die Fußwege... Ja, so schön kriegen wir es nicht hin, ne? Ich werde die Fußwege aber nochmal wegmachen und mir dann, wenn ich den Bereich fertig gebaut habe, genau anschauen, wie ich es denn dann mache und anschließe. So, wie gesagt, brauchen wir jetzt ja noch ein Krankenhaus. Und das würde ich dann halt hier so in diesen Bereich reinsetzen. Denn unsere Bürger hier bei Schwarze Pumpe, die haben noch keine ärztliche Versorgung. Und das ist natürlich unheimlich schlecht, ne? Genau, Fernsehsender wollen wir nicht. Wir wollen das Krankenhaus. Ja, und hier bietet es sich, ja, ich sag mal, es bietet sich an, dass wir hier einfach wirklich mal, ja, halt auch mal ein bisschen was Schräges reinplatzieren, ne? So, den Fußweg, wir lassen das so. Okay, jetzt brauchen wir natürlich eine Straße.
Moment, ich sehe hier gerade gar nichts. Mach mal die Bäumchen mal weg. So. Ja, das dürfte zu nah sein. So, und jetzt hier schön. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Meine geschwungene Straße, ne? Ja, es wäre natürlich wieder schön, wenn das jetzt im rechten Winkel wäre, ne? Aber wir kennen ja das Spiel. Das ist so immer nicht machbar. Okay, so würde ich das halt erstmal lassen. Dann nehme ich auch hier wieder die Fußwege dort weg, die das Spiel schon von sich aus gemacht hat. Und jetzt bindet man die ganze Sache so an, wie ich mir das vorstelle. Erstmal hier gesagt, dass ich hier unten nochmal zusätzlich einen Fußweg möchte. Das schaut gut aus. Dann können wir hier beide Gebäude einmal anschließen. Dann haben wir hier die Verbindung, sage ich mal. Und natürlich halt auch die Verbindung zum Krankenhaus, dann sage ich jetzt mal. So einigermaßen kurz zumindest. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn wir hier... Es wäre halt nicht schlecht, wenn es gehen würde, aber geht halt nicht. Ja, ist nicht weiter wild. Wir können einfach... Hat man das nicht gerade schön... Genau. Okay... So. Ja, dann würde ich das hier so auf jeden Fall lassen. Und dann können wir natürlich noch hierher gehen. Oder sollten wir noch hierher gehen? Ja, es wäre natürlich okay, wenn wir jetzt hier den Abstand ein bisschen größer gemacht hätten. Dann wäre das ja auch noch schön gleichmäßig geworden. Aber dann hätte wahrscheinlich das Krankenhaus wieder nicht mehr so gut reingepasst. Also lassen wir das jetzt einfach mal so. Und akzeptieren halt, dass es da so einen kleinen Mangel halt gibt, ne? Okay, dann können wir das eigentlich so lassen und können die Konstruktionsbüros die ganze Sache übernehmen lassen. Fußwege. Straße. Und die Gebäude dann halt entsprechend sowieso. So, da würde ich sagen, dass ich hier jetzt erstmal soweit fertig bin. Ich schaue nochmal ganz kurz nach dem Strom. Ja, das passt noch. Gerade so, der Kindergarten ist gerade so noch in Reichweite, ne? Okay, ja, wie gesagt, dann würde ich das jetzt hier erstmal so lassen und würde ich hier meine Bürger bauen lassen. Und jetzt geht es um das eigentliche Thema im Video, denn ich hatte ja angekündigt, dass wir ein kleines Stück Autobahn bauen. Das Blöde ist natürlich, wenn ich, ich sag mal, jetzt hier so mittendrin mit Autobahn anfange, dann lässt sich das natürlich schlecht bauen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt den kompletten Weg zum Beispiel von hier, von der Stadt, bis zur Grenze mit Autobahn, ihr seht schon, da muss ich massiv viel umbauen. Das bringt nichts. Das lassen wir. Sprich, ich werde nur dieses kleine Stück hier zur Autobahn bauen. Denn wir haben ja, ich sag mal, einerseits hier relativ viel Verkehr. Schon allein durch die Fahrzeuge, die Rohstoffe holen. Und wenn ich hier was baue, dann haben wir natürlich unsere Konstruktionsbüros ordentlich zu tun. Und entsprechend fahren dann halt, ich sag mal, hier viele Fahrzeuge. Also wird das Stück zur Autobahn umgebaut. Was ich aber vorher noch machen möchte, möchte ich mir hier nochmal anschauen, mein Einkommen. Denn ich exportiere zu viel Rohöl. Ihr seht das, wir haben kein Rohöl im Lager. Und haben hier entsprechend keine Produktion an Bitumen und Treibstoff. Und das ist natürlich blöd, weil Bitumen und Treibstoff kann man für viel mehr Geld exportieren als Rohöl. Das heißt, ich werde von den 3 Zügen, die ich hier gerade habe, sprich ich exportiere mit... haben wir da, Moment, jetzt muss ich, wie viele Züge haben wir da? Ein Zug. Zweiter Zug. Dritter Zug. Okay, wir haben tatsächlich 3 Züge. Das sah mir jetzt halt noch so komisch aus da. Das heißt, wir werden den verkaufen. Und ich verkaufe auch den noch, der hier schon voll lädt. Obwohl, jetzt ist er fast voll. Ach, egal. Hauen wir raus. Jetzt haben wir so, dass wir quasi nur noch mit einem Zug das Rohöl transportieren und den werde ich jetzt so einstellen, dass der nicht mehr wartet, bis er vollgeladen ist. So, dass wirklich nur noch das Rohöl abtransportiert wird, was im Überschuss ist. Macht halt mehr Sinn, ne? So, dann geht es jetzt mit dem Projekt Autobahn los. Auch hier muss ich jetzt natürlich wieder Stromleitungen wegreißen.
und auch erstmal höhenmäßig ein bisschen was ändern. Ja, muss man leider akzeptieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich brauche dringend eine Umleitung für die Baustelle. Ihr wisst das, ne? Wenn man eine Straße sperrt, weil sie neu gebaut werden muss, dann braucht man eine Umleitung und das werden wir auch tun. Und zwar werde ich hier diese Verbindung nutzen. Wir zweigen hier ab. Das muss jetzt nicht schön sein, ich reiße das dann eh wieder weg. Ist ja nur eine Umleitung. So, und jetzt können wir dahergehen und können hier, ihr seht das, relativ viel Verkehr. Und wir können hier jetzt dahergehen und die Straße entfernen. Und das ist der Grund, warum ich die Umleitung baue. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn man hier die Straße entfernen möchte, weil ja Autos gerade diese Straße belegen. Dann können wir die quasi nicht entfernen. Das ist jetzt ein bisschen Klickarbeit. Aber irgendwann... irgendwann geht das, dass ich hier ein Stück wegkriege. Und nein, ich mache das jetzt nicht 10 Minuten und schneide das raus. Das hat jetzt zu funktionieren. Ah. Ja, das stört jetzt. Also vorhin hat es nicht so lange gedauert, als ich es probiert habe. Es kommt aber auch ein Fahrzeug nach dem anderen, ne? Ernsthaft. Macht das einen Unterschied, ob ich das direkt mit dem Bulldozer... Ach, Gag, komm schon. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ohne Worte. Ach, nein. Ja, auf die Idee hätte ich auch mal vorher kommen können, ne? Aber ich denke mal, jetzt geht's... Ja, okay. Das war jetzt Zufall. Ja, jetzt fahrt doch da nicht mehr rein. Die Strecke ist blockiert. Da geht's nicht weiter, Jungs. Okay, ich stelle die Spielzeit mal ein bisschen schneller. Ich will mal schauen, ob ich in der Folge noch auf 5 Milliarden Rubel komme. Jetzt hört auf, da reinzufahren. Ich würde doch nur die Straße wegmachen. Das kann auch nicht so schwierig sein. Gut, jetzt ist das Stromkabel auch gleich mit weg. Okay, ganz kurz Pause. Wie gesagt, wir haben gerade keinen Strom für die Bauindustrie. Gut, brauche ich eigentlich auch gerade nicht, ne? So, ich werde es bis hierher wegmachen. So, okay. Jetzt, wie gesagt, jetzt geht es um die Autobahn. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier anschließen können. Ich fange wieder ganz normal hier oben an. Halt, 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 halt. Höhe, Höhe. Wir müssen Höhe angleichen. Denn wir haben hier das Problem, dass es erstens wahrscheinlich zu schmal ist. Ihr seht das. Wir haben hier deutlich unterschiedliche Höhen. Wir nehmen uns also erstmal die Höhe von hier oben. Und ziehen das erstmal hier ganz stumpf alles auf eine gleichmäßige Höhe. Ja, ist quasi wieder so ein typisches sozialistisches Großbauprojekt. Oder Flughafen Berlin, je nachdem, ne? Im doppelten Sinne. Ah, okay, nee, Spaß beiseite. Ja, ihr hört im Übrigen auch noch, dass meine Stimme nicht unbedingt so toll ist, ne? So, verlängere ich einfach mal bis hierher. Jetzt habe ich da einen Knick drin, ne? Nee, können wir nicht dulden. Obwohl, wo lande ich denn, wenn ich das einfach runterziehe? Ja, eigentlich schaut das gar nicht schlecht aus, ne? Eigentlich könnten wir das... Obwohl, ne, 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 dann kommen wir zu nah ans Wasser ran. Ich muss das hier schon noch ein Stückchen verlängern. Und ich werde auch gleich hier... Oh, das kann sein, dass es zu nah ist. Ja, das ist zu nah. Da kommen wir hier nicht auf die Straße drauf. Na, ich muss schon... Was heißt ich muss? Es muss nicht, aber ich hätte es gern. Dass wir halt hier so herkommen. Ist das immer noch zu nah, ja? Moment, ich versuche das mal anders. So.
So, zu sehr lang ziehen können wir das jetzt natürlich nicht. Ja, diesen Knick, ne? Das möchte ich überhaupt nicht haben. Das sieht unmöglich aus. Also es bleibt dabei, ich muss es von hier aus bauen. Sagen wir mal, versuchen wir es mal bis zu der Linie. Ja, okay, so habe ich mir das vorgestellt. Weil dann können die Fahrzeuge, die hier laden und entladen müssen, direkt wirklich hinfahren. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir hier unten ankommen. Okay, das wird es mir natürlich nicht, das ist immer zu nah hier oben dran. Aber wir können das hier einfach, sage ich mal, hier so herziehen. Und verlängern das dann. Und jetzt nehmen wir uns die Straße und ziehen die, ja, ich sag mal, so exakt wie möglich parallel. Und ziehen die dann ebenso auch hier drauf. Ja, okay, es ist natürlich hier, der Abstand ist jetzt nicht so gleichmäßig, aber ich denke mal, das ist schon okay. Im Ergebnis wird das gut aussehen. Hier ist jetzt so, obwohl eigentlich können wir das ja von den Konstruktionsbüros bauen lassen. Jetzt haben natürlich die LKWs wahrscheinlich einen weiten Weg, mal schauen. Was ich jetzt natürlich wieder brauche, ist noch die Stromversorgung wieder. Ja, schön, jetzt können wir das sogar schön perfekt parallel hier langziehen. Das kaufe ich jetzt allerdings wieder und jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt haben wir hier im Prinzip soweit, dass die Autobahn gebaut werden kann. Ja, wie gesagt, das ist jetzt halt nur ein kleines Stück. Aber ich habe halt tatsächlich das Problem, dass das hier einfach zu eng ist und ich müsste hier halt wirklich sehr, sehr viel wegreißen. Und das muss jetzt, na, das muss jetzt nicht sein, ne? Ich werde die ganze Sache jetzt doch kaufen, sage ich mal. Denn wir wollen das ja noch als Autobahn festlegen und wir wollen es uns ja auch noch anschauen. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis die ganze Sache fertig ist. Es ist wie so eine Art Wettrennen, ne? Bam, kollidiert. Nein. So, denn wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, ich würde jetzt nicht neue Straßen dazu nennen, aber wir können jetzt ja Einbahnstraßen festlegen. Und das nutzen wir jetzt einfach aus, um aus diesen beiden Straßen Autobahnen zu machen. Ich mache absichtlich nur an den Anfängen, denn ich möchte nicht auf der kompletten Strecke immer diese Linien so haben. Okay, das ist natürlich auch blöd, ne? Obwohl, eigentlich können wir es schon komplett machen, oder? Ich meine, dann sieht man uns wenigstens direkt, um was es sich handelt, ne? So, okay, ja, dann machen wir das ja auch nochmal weg. Und machen das wirklich komplett, ne? Oh. Habe ich hier noch ein Stück anderes dazwischen? Nein. Okay, ja, das Spiel ist manchmal kleinlich. Dann passt es ja perfekt zu mir, ne? Ja, ich denke, wir können das schon so lassen. Dann sieht man wenigstens immer gleich, dass es sich tatsächlich um eine Autobahn handelt, ne? So, und wie ihr jetzt sehen könnt, ja, der ist da schon reingefahren, da war das noch nicht fertig, ne? Wenn wir die Sache jetzt nochmal ein bisschen schneller stellen, dann könnt ihr jetzt sehen, dass... Oh, schaut, das sieht natürlich cool aus, ne? So, da brennt wieder ein Gebäude gerade. Ja, also wie gesagt, die Autobahn sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen.
Jetzt können wir natürlich hier dahergehen und die Umleitung, die kann jetzt wieder weg. Ich hoffe mal. Ja, das wird es wahrscheinlich auch wieder eine halbe Ewigkeit dauern. Ich würde es aber gern jetzt machen, dass auch wirklich alle Autos jetzt hier lang fahren. Aber auf jeden Fall sieht es cool aus. Unsere erste Autobahn. So, ich denke mal, das war jetzt der letzte LKW, der da oben lang fährt. Ja, kann ich immer noch nicht wegmachen. Jetzt wäre natürlich cool, wenn jetzt der Bus den LKW überholen würde, aber die fahren gleich schnell. Schade. Aber auf jeden Fall ist cool. Ah, hier der Bus, der Bus. Nein, der überholt nicht. Naja, aber auf jeden Fall, ja, erste Autobahn, ne? Ich werde schauen, dass ich das zukünftig dann mehr mit einbinde hier im Spiel. Dass wir da halt auch längere Verbindungen haben. Was natürlich ein bisschen schade ist, so direkt Autobahnkreuze gehen halt leider nicht. Ja, weil man hätte halt nur, ja, halt nur zweispurige Straßentypen und keine Auffahrten oder sowas. Kreisverkehre sind machbar, sind aber nie rund, ne? Das ist halt einfach der... Da bin ich wieder, ich habe einen gespeicherten Spielstand, Autosave geladen. Da können wir wenigstens dieses Elefantenrennen hier nochmal sehen. Ihr habt gesehen, wo das Spiel abgestürzt ist, ne? Als ich die Straße entfernen wollte, die unter der Schiene war. Also die Schienen sind immer noch so ein kleines Problem im Spiel. Ist aber nicht weiter wild. Wir sehen ja jetzt hier, wie gut das funktioniert. Moment. Tada. Okay, sehr gut. Ja, funktioniert. Können wir so lassen, ne? Die Straße mache ich dann ohne euch weg. Schauen wir nochmal ganz kurz zu Schwarze Pumpe. Hier wird auf jeden Fall fleißig gebaut. Sehr gut. Okay, fleißig gebaut ist relativ. Die haben hier das Stückchen Straße und hier ein Häppchen Fußweg gebaut. Naja, aber immerhin, ne? Beachtet auch wirklich immer, wenn ihr so Baustellen habt, gerade in der Nähe von euren Busplattformen, von denen ihr Arbeiter holt. Die Arbeiter rennen auch in die Baustellen, ne? Reduziert entweder die Arbeiter dort, was ich ja immer mache. Nicht, dass jetzt nicht mehr genügend Kohle gefördert wird oder der Strom ausfällt oder so. Ja, ich sag mal, dann dauert es halt ein bisschen länger, ne? Aber wir brauchen die Arbeiter hier halt wirklich bei der Kohleproduktion. Okay. Ja, jetzt können die Gebäude hier auf jeden Fall gebaut werden. Wie gesagt, hier dann noch das Krankenhaus. Das wird natürlich alles noch ein bisschen dauern, das ist klar. Aber auf jeden Fall hier super. Surigir, nochmal danke an dich. Also der Transformator ist wirklich toll. Und wie gesagt, auch hier haben wir eine, ja, kleinere, einfachere Möglichkeit, unsere Stadt mit Strom zu versorgen. Und ja, einwandfrei. Dann möchte ich noch ganz kurz sagen, in der nächsten Folge, dann habe ich hier den Strom weggerissen, möchte ich schauen, dass ich hier eine Exportindustrie aufbaue. Ich möchte noch mal schauen, es gibt, glaube ich, inzwischen als Mods Schiffe, die Schüttgut transportieren können, also sowas wie Kohle und so, ne? Jetzt weiß ich allerdings nicht, da muss ich dann noch mal nachschauen, ob wir das auch verladen können und alles, ne? Wenn es das gibt, werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Was ich in der nächsten Folge aber auf jeden Fall zeigen möchte, ich habe noch eine weitere Mod. Wer am Anfang aufgepasst hat, hat schon gesehen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit... Hier fehlen Mods. Ah, neu sortiert. Super. Und zwar haben wir hier eine Fischzucht. Die produziert zwar nicht allzu viel Fleisch, aber ich möchte es trotzdem zeigen. Ist vielleicht gerade für den Anfang auch nochmal eine einfache Möglichkeit, ich sag mal, aus relativ wenig Pflanzen und Holz wenigstens ein bisschen Fleisch herzustellen.
Auf jeden Fall ist das Verhältnis besser als bei der Viehzucht, ne? Wenn ihr mal seht, wir brauchen 200 Kilo Pflanzen, um 250 Kilogramm Fleisch herzustellen. Es ist wenig Fleisch, aber das Verhältnis ist ein gutes, oder? Das ist ganz klar ein gutes Verhältnis. So, dann werde ich das Video an der Stelle beenden. Wie gesagt, was ich in der nächsten Folge machen möchte, vorhabe zu machen, habe ich euch erklärt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, bis zum nächsten Video.